Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem eBay-Shop verkaufe. In den letzten Wochen habe ich viele lange Halsketten, Gemmen und Medaillons verkauft. Das hat mich auf die Idee gebracht, nach Modeschmuck aus den 70er Jahren im Antique-Revival-Stil zu suchen. Oh, das sieht sehr schön aus. Nach Gold und Pastelltönen. So habe ich mir das vorgestellt. Dann haben wir hier schon mal die erste Kamee. Das ist, denke ich, das wird Kunststoff sein. Aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel dieses Antique-Revival-Stils, den ich meine. Schön. Dann haben wir hier eine Perlenkette mit so Kunststoffperlen dazwischen in einem hellen Rosaton. Mit Schraubverschluss und ich sehe ein Label. 1928. Sehr schön. 1928 ist eine Firma, die viel Revival-Schmuck gemacht hat. Exakt in der richtigen Zeit, die ich suche. Sehr gut. Dann ist das noch meine Perlenkette. Da steht was drauf. Ich gucke mal unter der Lupe. Metall. Das ist, glaube ich, eine neuere Kette mit zwei Strängen. Ein Klassiker. Und dann ist das hier eine sehr schöne Kette mit, ich glaube, Glasperlen dazwischen und diesen goldenen runden Rauten. Keine Marke, aber eine sehr kleine Kette wieder. Also sie wird noch älter sein, aus den 60ern oder 50er Jahren. Dann noch meine Perlenkette in einem grün-blauen Ton, Farbton. Schöner Pastellton. Und ein schönes goldfarbenes Armband. Und so Schnecken. Kettengliedern. Sieht ein bisschen aus wie Mickey Mouse. Marke ist nicht zu sehen, aber der Verschluss hat auch diese Schnecken drauf. Sehr schön gemacht. So sieht das aus. Hat doch auch den 70er Jahre Look. Und dann haben wir hier eine feine Kette. Eine feine Kette mit so einem kleinen Knoten vorne als in der Mitte. Ich guck mal, ob ein Stempel drauf ist. Ein Mini-Mini-Stempel ist drauf, aber das muss ich nochmal unter einer anderen Lupe anschauen. Ich werde es dann nochmal ins Video schreiben. Könnte ja auch ein Gold-Doublet sein, die Kette. Und dann haben wir hier eine Strasskette. Eine Strasskette in rosa und mit großen silberfarbenen Strasssteinen.
Eine Marke gibt es nicht. Sieht auch relativ neu aus. Ja. Mit dem Karabinerhaken zu schließen. So, dann habe ich hier Ohrclips in Silber. Die werden auch eher aus den 60er Jahren sein. In Flieder und Rosa. Sehr schön. Mit diesem Kunststoff, auch Kunststoff oder Lucid. Sehr schön. Dann habe ich hier eine kleine Kette. Na, hier scheint es irgendwie. Scheint sie nicht ganz in Ordnung zu sein. Es gibt keinen Verschlussring. Stempel, schaue ich mal. Nein, ist nicht gestempelt. Eine Kordelkette ist es und ein kleiner Anhänger mit viereckigen Kristallsteinen in dunkelrot und in transparent. Steht hier was drauf? Nein, ist nicht gestempelt. Ich denke, das ist auch nicht ganz so alt, wie ich das gerne hätte. Dann habe ich hier eine lange Kette mit Perlen durchsetzt. Ein schöner alter Verschluss. Sehr schön lang, also selbst doppelt getragen ist sie noch sehr lang. Dann habe ich hier ein paar Ohrclips. Ohrclips mit Perle und Strass umrandet. Klassische Ohrclips. Und eine Brosche. Das finde ich, das sieht doch sehr gut aus. Die kann man auch als Anhänger tragen. Die sieht wirklich exakt so in dem Antique-Revival-Stil aus, wie ich das suche. Sehr schön. Und dann habe ich hier eine lange Kette mit Kristallen, hellblaue Kristalle. Sehr schön lang. Ganz toll. Also die Kristalle, die sehen so aus wie die Swarovski-Kristalle. Die glitzern auch sehr schön. Also die Qualität ist schon mal sehr, sehr gut. Die Länge der Kette auch. Ein toller Fund, obwohl es wahrscheinlich auch nicht ganz so alt ist. Dann habe ich hier eine Perlenkette mit Perlenanhänger. Auch im Vintage-Stil, aber eher neu. Neu, aber doch, also der Vintage-Stil wurde hier realisiert, auch durch dieses verzierte Ende. Schön aus. Dann habe ich hier eine schöne Brosche. Die ist bestimmt aus den 70er Jahren mit schönen grünen Schmucksteinen. Sehr gut aus. Also die ist auch toll, genauso wie diese hier. Die beiden sind schon mal super. Dann habe ich hier ein kleines Herzmedaillon. Ja. Mit einer schönen Gemme vorne drauf. Also so ein Video mit Gemmen
habe ich schon mal gemacht. Wenn ihr noch mehr Schmuck sehen wollt, dann verlinke ich das andere Video am Ende. So, wenn es euch Spaß macht, dann könnt ihr noch ein bisschen weiter gucken. Dann ist das hier ein Tuchclip. Aber ein schöner. Also der ist toll gemacht. Sieht richtig nach Qualität aus. Leider keine Marke. Aber auch in diesem matten Goldton der 60er Jahre. Und noch eine Brosche. Die sieht richtig alt aus. Sehr schön, so eine kleine Motte mit Perle und Strasssteinen verziert. Gefällt mir gut. Und eine Kette mit Glasperlen oder Kristallglasperlen in rosa und in hellblau. Auch etwas länger. Die sieht auch sehr modern aus, mit den Metallperlen noch dazwischen. Aber schöne, kühle Farben. Schön. Dann das hier. Ich glaube, das ist so ein Ring für ein kleines Tuch. So wie so ein Niki-Tuch und dann hat man dann auch mal so ein Schmuckteil darüber gezogen. Vielleicht auch nicht ganz so alt, aber auch in Vintage-Stil. Dann habe ich hier, und die Gemme sieht sehr gut aus. Sehr, sehr gut aus. Das Material wird hier auch entweder ja, ein Schmuckstein sein oder eine Perle. Perle Perlmutt. Sehr gut aus. Genau das wollte ich heute finden. Dann habe ich hier ein Medaillon. Mit Sonnenblumen dekoriert und schöner alter Kordelkette den Label gibt es nicht und eine sehr schöne lange Kette mit Glasstein. Die sieht auch alt aus. Das ist definitiv eine Vintage-Kette mit türkisfarbenen Glasperlen, mit grünen Perlen, Rosé. Sehr gut aus. Ja, die gefällt mir sehr gut. Und noch meine Gemme. Das könnte Kunststoff sein, aber die Ausführung ist sehr schön. Also das Motiv finde ich sehr gut und auch die Fassung. Das sieht auch sehr schön vintage aus. Gefällt mir gut. Die kommt auf jeden Fall auch in meinen Shop. Sehr schön. Dann ist hier nochmal eine Kette mit Perlenplättchen oder Perlmutt, dicke Perlmuttplättchen. Und das ist ja so ein der Verschluss. Der Verschluss sieht neuer aus als die Kette. Weiß ich nicht genau, ob die zusammengehören. Aber so sieht sie aus. Dann ist hier nochmal eine Brosche. Da steht was drauf. Ich guck mal.
Nee, lässt sich auch nicht entziffern. Sehr, sehr fein geschrieben. Und die Buchstaben vorne, das ist ein S und ein E in der Mitte, vielleicht ein Z. Ich weiß es nicht genau, was meint ihr? Ja, das ist schön. Also die sieht wirklich original aus den 70ern oder 60ern aus. Sehr schön detailreich verziert. Sehr gut sieht die aus. So, die besten Teile aus diesem Video verlinke ich in der Beschreibung. Also wenn ihr Interesse habt, noch mehr Details zu erfahren, Fotos, Preise, dann klickt gerne auf die einzelnen Artikel. So, diese Steine dort, das scheint Kunststoff zu sein, in einem schönen Grün-Blau. Also die finde ich richtig gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Toll. Dann ist das hier eine ganz typische Vintage-Flachpanzerkette. So ein ganz matten Gold. Sehr, sehr flach und ein bisschen länger diesmal. Also die meisten, die ich bislang gefunden habe, die sind eher kürzer um den Hals. Sehr schön. Auch schön und schön alt. Und noch eine schöne lange Kette mit so gewebten, ja, wie so gewebt sehen diese Metallperlen aus. Nicht gewebt, geflochten vielleicht. Ist geflochten besser umschrieben. Die Kette ist auch sehr schön lang. Ein Label ist nicht dran. So sieht sie aus. Sehr schön. Und dann haben wir hier eine Brosche. Wieder eine Kranzbrosche, wie die fast immer dabei ist, mit Perlen und Strass. Und noch eine sehr schöne Brosche. Aus so gestanztem Metall mit blauem ovalen Stein und darunter scheint so ein Muster durch. Also das finde ich auch ganz toll. Das sieht wirklich auch aus wie der Antique Revival Stil, den ich suche. Sehr schön. Und dann haben wir hier noch eine Kette. Mehrere Ketten. Hier ein Medaillon, ein großer. Mit der typischen Kordelkette wieder. Hier stempel sehe ich keine. Aber ein sehr schönes Medaillon. Und noch eine lange Kette. Sieht neuer aus mit dem Karabinerverschluss. Aber diese Medaillons dazwischen, oder na, wie soll ich die nennen? Kleine runde Kettenteile, sind sehr schön verziert und haben auch exakt diesen 70er-Jahre-Look. Schöne lange Kette. Sehr schön. Dann haben wir hier noch eine Gemme. Und die sieht auch sehr gut aus. Ja. Ist auch eine echte Gemme. Und eine
alte Sicherheitsnadel mit Perlen verziert. Schön, auch mein Gold hatte ich noch keine. Und ein paar Ohrstecker in Fleur-de-Lis Design. Auch modern. Also die sind, glaube ich, nicht so alt. Dann habe ich hier einen kleinen Anhänger. Ein silberfarbenes Herz mit Granat. Und auf der Rückseite auch ein Fleur-de-Lis. Wie die Ohrstecker. Sehr schön. Und dann nochmal ein paar Ohrclips mit Stempel. Germany steht hier hinten drauf. Und die Clipteile, das sieht nach den 60ern, 70ern aus. Sehr schöne Clips, also diesen Schmuckstein, kenne ich nicht. Ja, also das waren schon mal sehr gute Ohrringe. Dann gefallen mir unbedingt die schönen Broschen. Dann dieses Herzmedaillon, finde ich sehr, sehr schön. Dann die Gemme, also diese finde ich besonders schön, weil die noch so einen antiken Rahmen hat. Und schön ist auch diese hier. Die sieht definitiv auch geschnitzt aus. Sehr schön. Dann finde ich ganz toll diese Kette hier mit den ganz detailreich verzierten Perlen. Ich finde diese Kette ganz toll mit den pastellfarbenen Glasperlen. Ich finde sehr interessant diese Brosche hier mit der Gravur der einzelnen Buchstaben. Und natürlich die Medaillons sind toll. Der und der. Und nicht zu vergessen die schöne alte Motte. Sehr schön aus. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, welches Schmuckstück euch gut gefallen hat. Und schaut nächste Woche wieder rein. Bis bald.